Heute ist der 16.01.2020 und wir haben wirklich frühlingshaftes Wetter. Eine Außentemperatur von 14 Grad. Die Windgeschwindigkeit ist jetzt bei 6 Stundenkilometer. Mein Stiefsohn und ich wollen an der Wertfahrt den kleinen Kopter mal steigen lassen und einfach mal gucken, wie er sich dort fliegen lässt. Das ist ein Blick auf den Biebesheimer Wald oder auch Wäldchen genannt. Ganz da hinten sieht man die Kühltürme von Biebis. Ganz da hinten liegt Oppenheim. In der Mitte ist das Anwesen von der Firma Volz. Und ganz da hinten ist die Flugverbotszone. Ja, und ganz links, das ist der Wechselsee. Und der höchste Berg da hinten, der Mellebokus. Und da hinten ist der Rhein und man sieht auch die Einfahrt zum Eichersee. Ja, der Michael hat den Kopter oder das Kopterchen sehr gut im Griff. Er steuert jetzt zur zweiten Runde. Ja, und da unten liegt ja unser wunderschöner Biebesheimer Wald. Ja, und unser Landeplatz ist direkt auf dem Biebesheimer Winterdeich. Ja, wir können froh sein, dass unser Deich jetzt so gut saniert ist. Allerdings soll im Hinterland auch demnächst irgendwelche baulichen Maßnahmen erfolgen. Der Edwin, der Ortsbauer auch gleichzeitig ist, hat gesagt, wir hätten in der Nähe des Fanggraben, also unweit der Merzmühle, noch einen Punkt, der wäre sehr niedrig, da müsste noch eine Maßnahme erfolgen. Ja, das ist unsere wunderschöne Rietlandschaft und da ganz hinten kann man sogar die Burgruine Landskron sehen. Ja, der Michael ist weiterhin hochkonzentriert, aber es scheint ihm Spaß zu machen, das Ganze. So langsam getraut er sich auch, einige Figuren zu fliegen. Das heißt also, wir haben keinen Modus eingestellt. Es ist alles auf manuell, also muss alles selbst eingestellt werden. Also ich bin wirklich stolz auf ihn, wie toll er das schon hinkriegt. Eins muss ich allerdings noch mal sagen. Der Thorsten ist und bleibt der wahre Drohnenflugmeister. Ja, Thorsten, ich hoffe, du hörst zu und ich kann das einfach immer nur bestätigen und freue mich schon auf das nächste Traktorrennen. Nee, man muss ganz fairerweise sagen, der Thorsten Sandner, der hat das Drohnenfliegen drauf, der macht das wirklich super. Ja, der Biebesheimer Wald, der hat es wohl auch Michael angetan. Ja, manche sagen Wäldchen, das wäre schon zu groß, aber ich finde ihn einfach schön. Da hinten wieder ein Blick zu unseren Brüdern und Schwestern auf der anderen Rheinseite.
jetzt nochmal die Einfahrt zum Aische See zu sehen. Ja, man kann hier oben Fahrrad fahren, aber auch wenn es jetzt ein bisschen windig ist und man sich etwas in die Natur begeben will, fährt man gerade den Weg unten und da kommt man auch ganz gut voran, ist man etwas vom Wind geschützt. Ja, das ist immer schön hier Fahrrad zu fahren. Wenn man hier so auf Biebesheim blickt, sieht man doch, dass unsere Gemeinde in den letzten Jahrzehnten doch ganz schön stattlich geworden ist. Ja, es fehlen jetzt nur noch die Stadtrechte. War eine Biene eben. Ja, die hat wohl gedacht, das Muttertier oder was. Ja, der summt genauso, was? Probier mal was aus. Das sieht hart aus.
zu Herrn Rotem. Den Wurzeln hast du. Und der Lexus hält doch ziemlich lang. Aber das ist ja schon 13 Minuten lang. Vorsicht! Ja. Und es ist so, was ist das Ding nimmst du? Ah, das soll auf dem Ding landen. Ja, einmal, dass du einen Fixpunkt hast. Und zum anderen, weißt du, wenn du jetzt Dreck kriegst, dass du... Vielen Dank fürs Zusehen und tschüss.